spitz ist gelb. Da ist es schon. Es klappt vorzüglich. Von gelb zu blau. Manchmal auch ineinander. Diese Mauer, die nur der Geist durchdringen kann, ist kein Wahn. Sie teilt zwei immense Welten voneinander. Sie hält zwei einander fremde Elemente voneinander abgesondert. Und nur der Geist kann sie in eins schmelzen. Der Mann ist verrückt. Was geht mich das Tischchen und der Apfel an? Auch persönliche Gefühle kennen, so sind sie also gleichzeitig nicht nur vor der Mauer, sondern gleichzeitig im höheren Reich. Und nur für sie ist die Kunst geschaffen, in ihrem reinen Inhalt vom Persönlichen befreit. Was geht Ihnen der grüne Apfel an? Der eine unheimliche Rolle in der Kunstgeschichte gespielt hat und uns die unheimliche Mauer durchdringen ließ und so lange vor uns rollte, bis wir ihn an der Schwelle der reinen, sogenannten absoluten Malerei verlassen, mit Dank und ewiger Erinnerung verlassen haben. Die Freude ist zu subjektiv und weckt die unteren subjektiven seelischen Keime zu neuem Leben. Unkraut wächst. Beleuchtete Fenster. Und so geht es immer weiter.